Magst du Vogelmiere? Ja. Kann ich mir ein bisschen was zum Frühstück dazu machen? Und so viel, dass ich würde sagen, das schmeißen wir nachher zu den Hühnern. Oh ja, das ist eine coole Idee. Da kommt bestimmt drüber. Mhm. Ach, ich freue mich auf nächste Woche. Mhm. Du auch? Ein bisschen. Ja, denn wir haben Urlaub beantragt. Für eine Woche. Und in der Zeit wollen wir nach Darmstadt. Denn wir haben jemanden gefunden mit einem Anhänger, der uns helfen möchte. Dass wir dann quasi Anfang nächste Woche dann nach Darmstadt fahren und Ende der Woche am Freitag treffen wir uns mit demjenigen, mit dem Anhänger, und der würde dann uns helfen, den ganzen Kram, den wir zurücklassen mussten in Darmstadt, quasi zur Müllverbrennung zu bringen. Und da es Anfang vom Monat ist, und wir dann auch Geld kriegen, ist das auch kein Problem, dann die Beseitigungskosten quasi zu bezahlen. Mhm. Dann haben wir dieses elende Thema endlich mal ein Ende. Ja. Und wir haben unsere Versprechen wahrgemacht, was mir auch sehr wichtig ist. Mhm. Ja. Steht ja sogar schon in der Bibel, dass man sein Wort halten soll. Nee, ich hab echt gedacht, dass es leichter gehen würde, ihn zu finden und der uns da hilft. War leider nicht so. Aber macht ja nichts. Ja. Auch wenn wir dann auch schön genießen, also nicht nur arbeiten, Freunde besuchen. Ein bisschen abspannen. Ich denke, ich bringe meinen Großeltern ein Glas Kirschen mit. Und ich denke, dass wir auch nicht im ehemaligen Camp schlafen werden. Weil bei Leuten, die Neider sind, die einem nichts gönnen, kann es dann natürlich passieren, dass sie einen dann anzeigen wegen Wildcampen. Mhm. Da wärst du die ganze Zeit rumjaulen und jammern wegen Müll wegräumen. Um dann hinterher, wenn man den Müll dann wegräumt, das nächste Ding zu finden, die illegale Übernachtung. Mhm. Und ja, das wollen wir auch vermeiden. Und ja, ist doch gut. Ja, guck mal, da sind Ameisen. Wo? Da. Oh, jetzt sind sie fast alle schon wieder weg. Guck mal hier, die ist auch bald fertig hier. Die werden alle gelb. Das ist vorbei mit der Saison, was die Erbsen angeht. Ja. Können wir eigentlich auch ernten jetzt. Gut. Können wir einfrieren, denke ich, oder? Ja, ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Essen. Könnten wir auch, die waren letztens sehr lecker. Gut, dann ist nämlich das Beet eigentlich komplett passé. Dann können wir da gleich nochmal Salat reinsetzen. Mhm. Aber für Salat ist es immer noch nicht zu spät. Ja. Oder nochmal Radieschen, wir haben doch letztens mein Radieschenpäckchen gefunden. Stimmt. Radieschen ist eine gute Idee. Da kommen auch keine neuen Schoten mehr. Wie das aussieht, keine Blüten mehr. Was machen eigentlich unsere Gurken in letzter Zeit so? Bitte? Was machen eigentlich unsere Gurken so? Gurken? Ja, weil ich habe letztens bei jemandem Gurken gesehen, die halt schon langsam anfangen zu wachsen. Und da habe ich mich gefragt, was unsere so machen. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Bildet sich eine Blüte? Da unten waren Blüten, sind immer noch Blüten. Also bis jetzt noch kein. Doch, hier. Da fängt die Gurke an. Mhm. Siehst du es? Ja. Süß. Babygurke. Babygurke. Naja, die Blätter fühlen sich eklig an. Ja, die haben wir relativ spät auch gepflanzt und von dem her. Dann kommen wir her. Obwohl wir mit diesen Pflanzen weder ausgegeizt haben. Noch, dass wir sie gewässert haben, noch geschützt haben vor Regen. Wuchern sie wie blöd. Guck mal her. Moment, ich muss rum. Ja, die wuchern nicht nur wie blöd. Guck mal, die machen auch schön Tomaten. Schön. Siehst du es? Mhm, auch in der Kamera? Nicht nur du. Moment, wo ich durch die Kamera gucke? Ja, hübsch. Also, wie im Supermarkt, so an den Rispen so. Hier, überall kommen jetzt die Tomaten. Funktioniert anscheinend. Aber gut, das ist ja eigentlich. Hat es noch Film? Ja. Dankeschön. Das da ist eigentlich, aber eigentlich gar kein Vergleich mit was möglich ist. Wir gucken uns mal das da an. Das ist doch eine ganz andere Liga, oder? Okay. Dann gehen wir nochmal hier. Unsere Cocktailtomaten. Süß.
Und hier. Das sieht am besten aus. Ja, gell? Wohl die dicken Dinger von der anderen Seite finde ich auch nicht schlecht. Ja, ich hab's halt nicht so mit Fleischtomaten. Die finde ich toll. Probier sie erstmal, wenn sie fertig sind. Ja, schmecken klar. Total gut. Eigene schmecken vielleicht ja besser. Und die Pflanzen hier, die würde ich trotzdem noch mal stehen lassen. Mhm. Weil rausfoppen kann man sie dann immer noch. Ja. Weil hier habe ich gerade so einen neuen Ast hier entdeckt. Und da waren auch wieder junge Bohnen dran. Erbsen. Erbsen, Entschuldigung. Kein Ding. Hier wächst gar nichts dran, wie du siehst. Mhm. Vielleicht von den Mäusen abgefressen worden. Genauso wenig wie hier. Das ist auch nichts dran. Hm. Ja. Aber da kommt, glaube ich, wieder eine Blüte hier. Ja, ich sag ja, wir sollten sie stehen lassen. Vielleicht gibt es da mehrere Generationen. Ja. Das haben wir ja auch schon bei dem Flugsalat so. Mhm. Mal wieder nachwächst. Gut, ich quetsche mich hinten rum mal wieder raus. Oh, wie geht's denn den Broten? Wie bitte? Das Essen, also nicht Angst. Ist alles in Ordnung. Okay. Ich brauche noch ein paar Minuten. Gut. Aber können wir mal Schluss machen? Weil ja. Wir können mal gucken, weil wir sind gerade am Kochen. Es gibt gleich unser Frühstück. Und davon gibt es natürlich auch wieder Bilder. Deswegen verrate ich jetzt nicht, was es ist. Nein, nein. Ich habe auch außer die Brote im Ofen. Ich habe nichts von Ofen gesagt. Ich habe nur gefragt, wie geht's denn den Broten? Den geht's gut. Ja, gerne, dem Brot geht's gut. Mir eine winzige Mondpflanze. Oh, wie süß. So, ich gehe jetzt rein gucken, bis das da noch was anbrennt. Gut. Also, tschüss.